Heute gibt's einen kleinen Schock über Fairy Tail, ein neues Dragon Ball Game und eine ganz persönliche Anime-Empfehlung für euch. Mein Name ist Tien und falls euch diese Themen interessieren, bleibt dran. Zu Fairy Tail brauche ich nicht viel zu sagen, oder? Kennt ihr alle. Was nicht? Shame on you! Denn vor kurzem begann im Fairy Tail Anime der Tartaros Arc, auf den viele Fans gewartet haben. Und für diejenigen, die den Manga und die Geschichte schon vorher kannten, war eine Sache besonders auffällig. So wurde im Anime an manchen Stellen Kleidung gezeigt, wo im Manga eigentlich gar keine war. Und jetzt zeige ich euch mal einige Beispiele, wo dies auch noch der Fall war. Los geht's. Warum wird allgemein in manchen Anime zensiert und im Manga nicht? Und was haltet ihr von so einer Zensur? Stört es euch oder ist es euch letztendlich egal? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Also ich persönlich habe ja den Manga nicht gelesen, aber jetzt wo ich es weiß, das stört mich ein bisschen. Zwar gehört Dragon Ball in Sachen Anime eher schon zum alten Eisen, aber es werden trotzdem noch neue Spiele für einen der besten Anime released. Das PlayStation 4 Game Dragon Ball Xenoverse war ja durchaus erfolgreich und deshalb verkündet Bandai Namco Entertainment jetzt eine Nachricht, die jeden Dragon Ball Z Fan erfreuen wird. Das gerade in Japan erschienene Spiel Dragon Ball Z Extreme Butoden wird auch in Europa erscheinen. Es sollen mehr als 100 neue Kämpfer für One vs. One Kämpfe zur Verfügung stehen. Aber nicht nur das, auch auf neue Ultimate Arts Finishing Moves, neue Layouts und Stages können sich die Spieler freuen. Wie gesagt, das Spiel ist in Japan schon erschienen und für das Release-Datum in Europa wird der 16. Oktober 2015 festgelegt. Ich habe keine Luft gekriegt und wird für den Nintendo 3DS erscheinen. Atme, Tien, atme! Kommen wir zu einer Anime, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Krüppelherz. So. Ich habe bisher schon viele Shonen-Anime gesehen, in denen einfach nur gekämpft wurde, viele Edgy-Anime, in denen man irgendwelche Slips gesehen hat oder viele 0815-Animes, in denen die Charaktere einfach nur anstrengend waren. Halt diese typischen Klischees. Wisst ihr, nicht schön! Und als ich Cliff letztes Mal getroffen habe, hat er mir eine Anime empfohlen, die ich mir unbedingt anschauen muss. Und für die Leute, die nachts gerne eine Anime zum Einschlafen sehen oder es etwas ruhiger angehen lassen wollen, hat was gehabt noch! Und für die Leute, die nachts gerne etwas zum Einschlafen oder es ein wenig ruhig angehen lassen möchten, habe ich eine Anime namens Ore Monogatari. Ore Monogatari ist eine Romance-Comedy-Anime und es geht um den Oberschüler Takio, der, wie ihr seht, nicht gerade der Schönste ist. Sein bester Freund Suna hingegen ist quasi vom Aussehen her der Playboy schlechthin. Er kriegt quasi alle Mädels, ist beliebt bei allen Mädels, aber gibt jedem Mädchen einen Korb, warum auch immer. Eines Tages lernen die Freunde das Mädchen Yamato kennen, weil sie in der Bahn gerade zufällig begrapscht wird und Takio sie davor beschützt. Und wenn ihr euch diese Anime schaut, verspreche ich euch hiermit, im Namen von mir, wie ich hier stehe, gute Laune. Welcher Name? Ist jetzt kein Name. Die erste Staffel beinhaltet 12 Episoden und für jeden, der mal etwas anderes sehen möchte, außer Edgy und Action, schaut euch Ore Monogatari an. Und ich habe sogar gehört, für den Anime soll ein Featurefilm produziert werden und darauf freue ich mich wirklich sehr. So, was haltet ihr von der Fairy Tail Zensur? Wie findet ihr das Dragon Ball Game? Und wer von euch kennt Ore Monogatari? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Unten findet ihr noch zwei weitere Links zu zwei weiteren Videos und meinen YouTube-Kanal. Dort geht es auch viel um Animes, bisschen Schleichwerbung machen. Ansonsten könnt ihr hier den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Nippon Monday.